Finger weg von Armaflex, wenn du deinen Bus dämpfst, wurde mir gesagt. Das fällt dir alles wieder runter, wurde mir gesagt. Und wer hat mir das gesagt? Ja, Armaflex. Ja, man mag es kaum glauben, Armaflex selbst hat gesprochen. Also, vor ein paar Tagen habe ich Jörg getroffen und Jörg selbst fährt einen Mercedes Sprinter. Den wollte er dämmen mit Armaflex. Und da hat er sich gedacht, rufe ich doch mal an bei Armaflex und frag die, was die dazu sagen. Und die haben gesagt, mach's nicht. Ja? Wir wissen, die halbe Welt dämmt ihren Bus mit unserem tollen Armaflex, aber dafür ist es gar nicht gedacht. Denn Armaflex ist nur bis zu einer Temperatur von 85 Grad zugelassen. Das kann jeder von euch nachlesen, indem ihr euch das Datenblatt von Armacell bzw. Armaflex besorgt. Und da steht das genau drin, bis maximal 85 Grad. Und wer jetzt noch ein bisschen schlauer ist, der schaut sich im Internet um und der wird schnell feststellen, da haben sich irgendwann mal Leute die Mühe gemacht und haben mit Wärmebildkameras so Autos abgetastet, die in der größten Hitze standen. Und siehe da, in Extremsituationen kann so ein Autodach oder was auch immer für ein Blech im Auto über 85 Grad heiß werden. Das heißt, dann kommt ja das ganze Zeug wieder runter. Aber sieht man natürlich nicht, weil ist ja hinter der Verkleidung. Ja, schöne Scheiße. Das sagt dir natürlich keiner in den gefühlt 10.000 Videos zum Thema Dämmen und Vanlife. Was nun? Ich selbst habe angefangen, meinen Bus mit Armaflex zu dämmen. Zuerst habe ich den Fußboden gedämmt. Der ist nicht besonders hitzeempfindlich. Da habe ich auch einfach nur Fett draufgesprüht. Mike Sanders im Fluidfilm. Dann habe ich natürlich so ein klassisches Holzlappengerüst gebaut, damit sich das Gewicht gut verteilt. Auch das Armaflex nicht beschädigt wird, denn das geht sehr schnell. Manche machen sich das auch in den Fußraum, verstehe ich gar nicht. Denn Armaflex ist nicht besonders stabil. Also man kann nicht drauf rumlaufen. Das geht kaputt, wie ihr seht. Und davon würde ich abraten. Hier habe ich, wie gesagt, so ein Lattengerüst gebaut, habe dann solche kleinen Rechtecke ausgeschnitten, habe die reingelegt, doppelt, einmal 9 und einmal 19 mm. Und der Druck dieser Siebdruckplatte wird presst dann das Armaflex an den Boden und somit wird das alles gut dämmen, nehme ich an. Anders sieht es aus beim Dach. Das ist der direkten Sonne ausgesetzt. Und da muss ich wirklich vorsichtig sein, dass mir das Zeug nicht runterkommt im Sommer oder in Afrika oder wo auch immer es heiß sein wird. In meinem Fall habe ich ein begehbares Dach. Das heißt, das Dach ist in gewisser Weise geschützt. Mit einem zweiten Dach zwischen den zwei Dächern habe ich eine hochstrapazierfähige Teichfolie geklebt. Die sollte auch ein bisschen was wegnehmen. Also da bin ich ein bisschen beruhigt. Andere von euch haben Solarpanel oben installiert, vielleicht großflächig, dann kann man da auch recht entspannt sein. Allerdings, wenn es alles nicht der Fall ist, dann muss man da wirklich gucken. Auch ich werde in Zukunft immer auf dem Schirm haben, wenn es heiß ist oder mittags. Das Auto muss in den Schatten, um dem vorzubeugen, dass das Armaflex nicht mehr runterkommt. Tja, wenn ihr Armaflex anbringt, der Untergrund gut gesäubert, sprich entfettet wird. Dafür unbedingt Silikonreiniger oder irgendwas Hartes und irgendwas Krasses verwenden. Der Untergrund muss fettfrei sein. Was nun? Jetzt keine Panik. Ich mache jetzt sicher weiter. Ich habe mir jetzt ganz viel Armaflex gekauft und ich schicke das nicht zurück und ich möchte auch das Geld nicht verlieren. Das heißt, ich werde weiter dämmen und ja, in Zukunft muss ich einfach darauf achten, dass der Bus nicht in der größten Hitze, in der größten Mittagshitze steht und immer ein schattiges Plätzchen für mich und meinen geliebten Bus finden. Ja, bis dahin, hasta luego und tschüss, Daumen hoch!